Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute droht ein dritter Weltkrieg. Um sich davon überhaupt einen Begriff zu machen, gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte. Was war ein Weltkrieg? Diese Zeit, wo sich also Kriege ausgedehnt haben über den ganzen Planeten, das hängt damit zusammen, dass Europa, das heißt europäische Mächte, in der Vergangenheit, sprich im letzten Jahrhundert besonders, ihre Kolonien hatten in Staaten, die weniger entwickelt waren. Sprich, die nicht diese Waffentechnik hatten, und die man daher relativ leicht erobern, besiegen und ausbeuten konnte. Auf diese Art und Weise haben einige Staaten in Europa riesige Kolonialreiche errichtet. Ursprünglich waren es die Spanier und Portugiesen. Die waren damals die Nummer eins, vor allem die Spanier zuerst, weil sie durch die Entdeckungsfahrten von Christoph Kolumbus gewissermaßen die ersten waren, die nach Amerika gekommen sind, 1492. Man weiß, dass auch früher schon mal die Wikinger dorthin gekommen sind, aber so richtig eine Verbindung zwischen Europa und Amerika, das haben dann die Spanier hergestellt und die Portugiesen, die eigentlich um Afrika herum nach Indien ihren Handel weiter treiben wollten, aber einmal nach Südamerika verschlagen wurden, ein Schiff, und so wurde Brasilien portugiesisch. Aber im Laufe der Zeit wurde Spanien und Portugal dann abgelöst von anderen europäischen Mächten. Und die mächtigsten wurden dann im Laufe der Jahrhunderte, und das war etwas, was wirklich lang angehalten hat, Großbritannien, Frankreich, die wurden mit Abstand die mächtigsten. Sind natürlich Staaten, die am Meer gelegen sind. Deutschland hat dann auch ein wenig mitgemischt, aber im Verhältnis war also Großbritannien und Frankreich ganz, ganz mächtig. Und eine kleine Nation, aber eine große Seefahrernation, die Niederlande. Die hatten einen regen Gewürzhandel entwickelt mit dem heutigen Staat Indonesien, der aber damals auch als Kolonie der Niederländer fungierte. Und diese Kolonialreiche, das führte also dazu, dass gewissermaßen die ganze Welt mit Europa verbunden war. Und da entstand dieser Handel, der dann ein Welthandel wurde, was also heute ganz typisch ist, dass auf einmal im Supermarkt Birnen aus Chile in Südamerika vor dir hast, obwohl die auch bei uns wachsen natürlich. Und das hat also diese Kolonialzeit bewirkt. In meiner Kindheit stand noch auf einem Geschäft drauf, wo es also Bananen und Orangen und Zitronen und diese Dinge gab, stand groß als Überschrift Kolonialwarenhändler. Und als Schüler der Grundschule hatte ich also meine Schwierigkeiten, dieses lange Wort überhaupt zu lesen und auszusprechen, weil es Waren aus den Kolonien waren, die gehandelt wurden und daher hierher kamen. Jetzt wollen wir die Karte mal ein bisschen zu meiner Rechten hier anschauen. Was wir hier sehen, sind eigentlich zwei Karten. Auf der unteren sehen wir die Rohstoffe, über die die Staaten verfügten, und auf der oberen Karte die hier miteinander mitmischten. Ein bisschen höher.
Der Krieg begann durch das nationalsozialistische Deutschland, der Zweite Weltkrieg. Und mit Deutschland in Verbindung, wenn auf einer Weltkarte wirkt das Deutsche Reich eigentlich recht klein. Aber von der Wirtschaftskraft her war es ganz, ganz weit vorne. So an zweiter Stelle der Welt. Und in enger Verbindung in Italien mit Mussolini. Nordafrika, weil das gehörte auch zu Italien als Kolonie, Libyen. Finnland war in Verbindung als Absicherung gegen Russland. Ungarn, Rumänien, Bulgarien an der Seite von Nazi-Deutschland. Und ganz, ganz im Osten, Japan, das bereits in einen Krieg mit China eingetreten war und China besiegt hat. Ihr habt richtig gehört, Japan hat China besiegt im Zweiten Weltkrieg, zumindest anfangs, so wie das nationalsozialistische Deutschland alles besiegt hat dann am Anfang, was es nur irgendwo gab. Jetzt, wenn man diese Farbe anschaut, dieses Rötliche, das waren jetzt die Gegner Deutschlands. Und auf der Weltkarte merkt man schon, das sind aber größere Flächen als blau. Und jetzt kommt noch dieses dunklere Gelb dazu. Die schlossen sich dann auch noch an, und zwar deswegen, weil sie vom Deutschen Reich angegriffen wurden. Es wurde nämlich an die Sowjetunion der Krieg erklärt, obwohl man vorher einen Nicht-Angriffspakt hatte. Und dann wurde der Krieg auch noch an die USA erklärt, was eigentlich Selbstmord war, sich mit den zwei Mächtigen rechts und links gleichzeitig anzulegen. Aber so ist es gelaufen. Und warum wurde es ein Weltkrieg? Weil eben durch die anhängenden Kolonien jetzt praktisch Afrika mit hineingezogen wurde, weil hier überall englische und französische Kolonien waren. Und jetzt war auf einmal Afrika mit dabei, weil es großteils zu Großbritannien und Frankreich gehörte. Oder Indien war dabei, weil es zu Großbritannien als Kolonie gehört. Australien. Hier dieses ganze Gebiet des heutigen Indonesien. Und wenn man also jetzt allein hier nur die Farben betrachtet, dann merkt man, blau, das Deutsche Reich mit seinen Verbündeten, ist mini im Vergleich zu den anderen. Also es war nur eine Frage der Zeit, wie das Ganze von den anfänglichen Blitzsiegen ausgehen wird. Wenn wir jetzt auf die untere Karte schauen, das schildert jetzt von den Farben her die Rohstoffgiganten. Das heißt, wo war Eisenerzeugung, Stahlerzeugung ganz, ganz weit vorne angesiedelt. Zum Beispiel die dunkle Farbe hier von USA, das bedeutet über 20% aller Roheisenerzeugung auf der Welt kommt von hier. Die nächste Gruppierung, das sind so zwischen 10% und 20% der Eisenerzeugung, Deutsches Reich, Sowjetunion. Und jetzt sieht man schon die Machtverhältnisse, denn ein Krieg kann nur auf Dauer siegreich geführt werden, wenn es die entsprechenden Materialien dafür gibt. Denn wenn du kein Eisen hast, dann kannst du keine Panzer produzieren, keine Artillerie aufbauen. Du kannst auch nicht die Flugzeuge produzieren und. Die ganze Waffentechnik hängt mit der Eisenerzeugung zusammen. Jetzt
Die nächsten in der Reihenfolge waren Großbritannien und Frankreich. Die verfügten noch über 5 bis 10% der Eisenerzeugung in Bezug auf die ganze Welt gerechnet, prozentuell. Und jetzt sieht man also die mächtigsten jener Zeit, USA Nummer 1, was die Eisenproduktion betrifft, dann Deutschland und Sowjetunion in etwa gleich stark und als nächstes Großbritannien und Frankreich. Und jetzt war aber Deutschland dann im Krieg mit Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und USA. Das haben also die mächtigsten der Mächtigen auf diesem Planeten hier gegeneinander gekämpft. Und es wurde ein Riesenweltkrieg. Eine Tragödie ohnegleichen. Und mit dem Ende dieses Kriegs kam es dann zu einer Aufteilung zwischen den zwei Supermächten, zwischen USA und Sowjetunion. Jetzt gehen wir wieder in die Mitte. Und dann begann nach dem Zweiten Weltkrieg die Phase des Kalten Krieges. Es standen sich also zwei Supermächte gegenüber, USA und Sowjetunion, und Europa war da so als Puffer in der Mitte, war eine Weile besetzt, nämlich die Staaten, die sich hier mit Deutschland in Verbindung hier im Zweiten Weltkrieg engagiert hatten und die dann wirklich auf Dauer besetzt waren, Deutschland und Österreich. Und Österreich bekam dann 1955 einen Staatsvertrag vor 67 Jahren. Das war erst möglich, nachdem Stalin gestorben war in der Sowjetunion. Der Stählerne heißt Stalin. Und als der nicht mehr war, dann begann ein bisschen ein Tauwetter. Und dann bekam Österreich die Freiheit dadurch, dass es sich verpflichtet hat, immerwährend, nicht nur für ein paar Jährchen, immerwährend neutral sich zu verhalten. Denn Russland wollte sich absichern, dass hier nicht wieder eine Verbindung Deutschland-Österreich entsteht und da eine Macht sich entpuppt, die Krieg führt. Und Deutschland hat damals die Chance gehabt, auch in diesen Status zu kommen, hat aber nicht darauf reagiert, weil man zu viele Gebiete aus dem Osten verloren hätte, die man dann später sowieso verloren hat. Aber da meinte man eben, man würde das noch einmal zurückbekommen, Ostpreußen und die Gegenden, die gegen Polen dann verloren gegangen sind. Und diese Entwicklung führte dann dazu, dass Deutschland eigentlich zum Teil, nämlich die Deutsche Demokratische Republik Ostdeutschland, bis 1990 getrennt war von der Bundesrepublik, den ursprünglichen Besatzungsgebieten der USA, Großbritannien und Frankreich. Und das sehen wir auf dieser Karte noch. Die Bundesrepublik, hier in Blau, und die DDR in dieser Farbe. Und der Kalte Krieg kam 1990 zu einem Ende, als es hier zu einer Wiedervereinigung Deutschlands kam und man praktisch keinen wirklichen Gegner mehr hatte. Es entstand Friede, Freundschaft. Und das war jetzt eine interessante neue Phase, denn bis dorthin standen sich zwei Supermächte, USA und Sowjetunion, gegenüber. Und mit dem Zerfall der Sowjetunion, die sich aufgelöst hat in 15 Staaten, wovon Russland mit Abstand der mächtigste war, mit diesem Zerfall ist jetzt eigentlich der Kalte Krieg zu Ende gegangen. Und jetzt hätte man sich denken können, das war's jetzt.
Und jetzt sind wir alle auf der Welt in Frieden und Eintracht vereint. Eigentlich brauchen wir gar keine Waffen mehr. Und wir brauchen auch keine Verteidigungsbündnisse mehr. Und es brach eine völlig neue Zeit an. Man begann sich mehr und mehr wirtschaftlich zusammenzuschließen in Europa. Also eine interessante neue Phase ist eingetreten. Aber das ist natürlich etwas, was den Militärstrategen nicht gar so gefällt. Denn wenn es keinen Feind mehr wirklich gibt, wozu soll man dann Geld für Waffentechnik ausgeben? Ist eigentlich nicht nötig. Aber glücklicherweise für die Militärs und für die Waffenhändler tauchte dann eine neue Gefahr auf: Terroristen. Und für die muss man gewappnet sein. Da gab es dort einmal einen Bombenanschlag und da. Dann kamen aber auch so Berichte, dass das vielleicht sogar gesteuert war von Geheimdiensten, damit man weiterhin einen Feind hat. Also so ganz klar wurde das nie. Jedenfalls, eine Bedrohung war jetzt da, denn dort sind Bomben explodiert und da gab es Tote. Also muss doch irgendwo was Feindliches sein. Also muss man auch weiter Waffen produzieren und man kann ja in Gegenden, die vielleicht das noch nicht so oft geübt haben, das Kriegsspielen, da an verschiedene Staaten Waffen liefern. Und wenn dann das Waffenarsenal steigt, dann haben solche Staaten immer die Tendenz, auszuprobieren, wie stark diese Waffen sind. Ja, und dann sind Kriege entstanden, noch und noch. Auf die möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Aber diese Phase von ab 1990 hat das in Europa jetzt Folgendes bewirkt. Wir sehen hier auf der Karte einen dunkelblauen Block. Das war so der Ursprung der Europäischen Union. Früher hieß sie ja Europäische Gemeinschaft. Vorher hatte sie noch einen anderen Namen. Dazwischen drinnen die Schweiz, grün. Neutral, wie Österreich. Die haben ja schon 500 Jahre sich an keinem Krieg mehr beteiligt. Kein Wunder, dass das die Reichsten in Europa geworden sind. Nämlich für die Bevölkerung pro Kopf. Daneben jetzt auch Österreich, auch neutral seit 1955. Neutral blieb auch Schweden im Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg waren nur Schweden und die Schweiz neutrale Staaten. Die haben davon sehr profitiert wirtschaftlich. Denn die hatten also nicht dieses Blutvergießen in ihrem Land. Und dann haben wir im Osten die Sowjetunion, die dann auseinandergebröckelt ist und im Randgebiet viele neue Republiken entstanden sind, Staaten. Die grüne Linie hier runter über Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, dann später kam noch Kroatien dazu, Rumänien, Bulgarien, die ursprünglich, bis auf Slowenien und Kroatien, alle entweder Satellitenstaaten der Sowjetunion waren oder überhaupt in der Union der Sowjets integriert waren. Die wurden jetzt alle frei und wanderten sukzessive zu dem Militärbündnis, das die USA dominiert. Und das hat jetzt die Kräfteverhältnisse in Europa enorm verschoben. Denn vorher war die Grenzlinie zwischen Sowjetunion und USA hier, mitten durch Deutschland. Dann Österreich war ganz schön umgeben von östlichen Staaten. Das war die Grenzlinie zwischen Ost und West. Und die Einigung Deutschlands war eigentlich nur möglich,
weil die NATO, dieses Verteidigungsbündnis des Westens unter Führung der USA, zugestimmt hat und versprochen hat, bis hierher, Vereinigung Deutschlands, geht die NATO und nicht weiter. Aber seitdem hat sich einiges getan. Das war also vor 32 Jahren. Und seitdem ist systematisch alles, was jetzt da grün ist, zur NATO gegangen. Das heißt, der Einflussbereich der USA hat sich um die ganze grüne Fläche nach Osten Richtung Russland verschoben. Tja, und jetzt haben wir hier die Ukraine. Und es schaut also ganz so aus, oder war bis vor kurzem so der Trend, wird dann auch grün und gehört in den Einflussbereich der Sowjetunion. Und militärisches Verteidigungsbündnis bedeutet, dass die USA ihre Superwaffen bis hierher stationieren können, die direkt bis an die Grenze von Russland. Und damit hat sich also mit dieser Ausdehnung der NATO haben sich die Kräfteverhältnisse in Europa total verschoben. Es war also 1990 die große Chance, dass Europa friedlich wird. Aber die USA haben dafür gesorgt, dass Russland zurückgedrängt, zurückgedrängt, zurückgedrängt wird. Bis zu dem jetzigen Punkt, wo ein Schlussstrich von russischer Seite jetzt gezogen wurde. Und jetzt wird es kritisch. Also jetzt ist ein Punkt überschritten, nicht? Über Jahre ging das dahin. Und das wurde geschluckt, geschluckt vom Osten, von Russland. Aber jetzt mit der Ukraine, das wurde nicht mehr geschluckt. Wenn wir jetzt da hinüberschauen, zur nächsten Karte. Da sehen wir jetzt die USA im Zentrum, in der Mitte dieser Weltkarte. Also für uns untypisch, weil normalerweise bei unseren Weltkarten ist immer Europa in der Mitte, weil da sind wir. Und hier ist USA in der Mitte. So schauen die Landkarten, die Weltkarten in USA aus in den Schulen, wie hier. USA, Amerika im Zentrum. Und alles, was hier blau ist, sind mittlerweile militärisch verbündete Staaten der USA auf diesem Planeten. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die USA sich ausgedehnt und ausgedehnt und ausgedehnt und haben systematisch immer mehr Einfluss und Stützpunkte gewonnen. Denn ein NATO-Staat, der sich wieder zusätzlich ergibt, in Europa gibt es jetzt mit denen in Nordamerika jetzt mittlerweile schon 30 NATO-Staaten. Und hier ist also Europa. Das hier ist Weißrussland, was jetzt eine große Rolle spielt. Und daneben die Ukraine, die hier noch weiß ist. Und die soll also natürlich nach Willen der USA genauso blau werden. Jetzt könnte man, und das ist ja eigentlich das Edle, so vorgehen, wie es gerade dem anderen noch passt, und dann in Frieden und Eintracht miteinander auf diesem Planeten auskommen. Und Welthandel treiben, und der kauft von dem, und der von dem, und exportiert und importiert, und die ganze Welt ein friedliches Miteinander mit vielen Völkern. Das funktioniert aber nur so lang, solange nicht einer, wie hier die USA,
diese Tendenz aufweist. Also wenn einer immer größer, größer, größer werden möchte und alle anderen in seinen Sog hineinnehmen will, ja, entweder lassen sich alle hineinnehmen oder auch nicht. Und jetzt sind wir bei unserem Thema. Das war die Vorbereitung dafür. Droht ein dritter Weltkrieg? Die Frage würde sich überhaupt nicht stellen, wenn man also 1990, so wie man damals versprochen hat, Einigung Deutschlands und das war's. Und weiter marschiert die NATO nicht mehr nach Osten. Aber dem blieb es eben nicht und ist weiter und weiter und weiter. Und je weiter die NATO sich erweitert hat, desto drohender wurde das Szenario, dass dass dieser Zeit des Kalten Krieges, wo man gemeint hat, das ist jetzt endgültig begraben und da stehen sich zwei Atomsupermächte gegenüber, wo man immer zittern musste, dass die ihre Bomben mitten über Europa runterlassen, wo man also gemeint hat, das ist jetzt endgültig vorbei, auf einmal kocht das wieder neu in die Höhe. Es ist halt immer die Frage, wer zündelt? Wer trägt dazu bei, dass das Ganze in die Höhe kocht? Ist das also eine Entwicklung, die über Jahrzehnte sich jetzt abgespielt hat? Und jetzt ist die Sache heiß geworden. Sehr, sehr heiß. Was aber der ganzen Geschichte jetzt so seltsam ist, wenn man sich so die wichtigen Leute auf diesem Planeten betrachtet. Da haben wir in engster Verbindung mit USA, Kanada. Und vor einiger Zeit hat Klaus Schwab, der also das Weltwirtschaftsforum gegründet hat, im Englischen World Economic Forum, schon ein älterer Herr, aber ein genialer Stratege. Seine Mama ist eine Rothschild. Und dieser Klaus Schwab hat also diverse Studien hinter sich, speziell mit Wirtschaft und Technik. Das sind auch seine zwei Schwerpunkte, die in den Büchern durchkommen, die er geschrieben hat, zum Beispiel The Great Reset, der große Umbruch. Und er hat da bei einem Interview gesagt, worauf er stolz ist, dass dieses Weltwirtschaftsforum eine Elite von jungen Politikern hervorgebracht hat, die also speziell geschult und ausgebildet wurden vom Weltwirtschaftsforum, The Young Global Leaders, die jungen globalen Führer. Und da sagt er, da sind wir wirklich stolz drauf, dass der Präsident von Argentinien da dazu zählt, der Staatschef von Kanada, der Staatschef von Frankreich. Ja, mittlerweile sind auch die Spitzen der Grünen in Deutschland bekannt geworden, dass sie zu diesen jungen globalen Führern aus dem Weltwirtschaftsforum herauskommen. Und das ist jetzt die Überraschung, noch jemand, weil vor ein paar Jahren war er auch noch jünger, Putin. Und jetzt fragt man sich, bitte was? Ist da jetzt einer in Ungnade gefallen oder wie ist das jetzt? Der ist jetzt der Boomer. Der kommt auch aus der Ecke, auch aus derselben Ausbildungsschiene heraus. Aber das Ziel ist ja eine einheitliche, weltweite, globale Machtelite, die die ganze Welt kontrolliert. Und das ist ja auch etwas, was im Worte Gottes vorhergesagt ist. Dass es zu einem Punkt kommt, was man noch vorher nie geschafft hat, dass die ganze Welt unter der Führung von ganz wenigen gesteuert wird. Eine Machtelite, die da aus dem
Weltwirtschaftsforum herausgewachsen ist und dort und da die Macht übernommen hat in den Staaten, wie sich das abspielt. Und wo das hinzielt, ist jetzt so interessant, nicht wenn man jetzt an Deutschland denkt, oder schauen wir es uns hier an, also ein bisschen größer auf der Europakarte. Dieses Deutschland mit seinen 80 Millionen Einwohnern hat es geschafft, unter knapp 200 Staaten der Welt an vierter Stelle der Weltwirtschaftsleistung zu sein. An vierter Stelle. Das heißt, von knapp 200 Staaten ist es die Nummer 4. Davor ist nur USA, China und Japan. Die aber, was die Einwohnerzahl betrifft, in einer ganz anderen Liga spielen. Nicht? Bei China sind es über 1000 Millionen, bei den USA sind es über 300 Millionen, bei Japan 130 Millionen und dann kommt Deutschland mit 80 Millionen. Und es hat viele Staaten hinter sich, die wesentlich mehr Einwohner haben. Das ist eine ganz besondere Wirtschaftsleistung, ein ganz besonderer Fleiß der Bewohner. Und kein anderer Staat der Welt liefert so viel von seinen Produkten, das in der eigenen Stadt da erzeugt wird, in die Welt hinaus wie Deutschland. Ist zu 60% exportabhängig. Die USA zum Beispiel sind nur zu 13% von ihrer Wirtschaftsleistung im Export, wird von daher erwirtschaftet. Ein Staat wie Deutschland braucht also eine ruhige Weltlage, dass man mit möglichst vielen Freund ist. Denn wenn man so stark nach außen hin seine Waren transportiert, ja, dann ist gut, wenn nicht viel Differenz ist, sondern wenn man sich gut versteht. Und die neue rot-grüne Regierung hat es geschafft, die ist erst ganz kurz im Amt, das sind erst ein paar Monate, also praktisch nichts. Aber in diesen paar Monaten hat es Rot-Grün geschafft, die guten Beziehungen und die freundschaftlichen Beziehungen zu vielen, zu denen man geliefert hat und importiert, exportiert hat, kaputt zu machen. In kürzester Zeit. Das schaut also nach einem Plan aus. Eine neue Mannschaft, die sich mit allen anlegt, die mit denen man bisher gut war, also mit Gewissen anlegt, mit denen man bisher gut war, und damit brechen Handelsbeziehungen zusammen. Wie wir jetzt gerade merken, wenn wir die Tankstellen schauen, was da jetzt los ist. Auf einmal, jupp, verdoppelt sich der Preis vom Sprit. Ja, weil wir ja auf diesem Planeten so eng miteinander verwoben sind, sobald da Dinge durchschnitten, durchtrennt werden. Da geht es drunter und drüber. Und die Frage, die sich jetzt stellt, wenn man so radikal durchschneidet, ja, schauen da alle einfach zu und lassen das über sich ergehen? Oder droht hier ein dritter Weltkrieg, weil sich diese östliche Seite hier das nicht so gefallen lässt? Oder ist es am Ende ein Schauspiel, das vor uns abläuft? Dass hier etwas Geplantes durchgezogen wird? Denn was ja viele wundert, dass die russische Militärmaschinerie gewissermaßen mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Die könnten ja ganz anders, wenn sie wollten, anscheinend. Aber das kommt im Verhältnis, bei aller Tragik, die da jetzt dort passiert, sehr schaumgebremst. Also das könnte ja 100-mal effektiver durchgeführt werden mit wesentlich mehr Einsatz von Waffentechnologie. Aber es ist sehr verhalten, so seltsam das klingt in einem Krieg. Aber sehr verhalten im Vergleich zu dem, was da möglich wäre.
das ist irgendwie so seltsam. Putin wird auch erwähnt von diesem Klaus Schwab als einer, der in diesem Weltwirtschaftsforum mit integriert ist, unter den jungen globalen Führern. Das heißt, er ist schon wieder einige Jahre da hinausgewachsen mittlerweile. Aber vor 30 Jahren war er auch ein junger globaler Führer. Wir haben im Buch Daniel studiert, das war an den Montagabenden, in Kapitel 11, da war so ein seltsamer Satz, ein Vers, der Vers 27, da haben wir den Nordkönig und den Südkönig, und da heißt es, die beiden Könige, aber haben Böses im Sinn. Und die beiden Nord- und Südkönig hier stehen für Weltmächte, die sich gegenüberstehen in der Endzeit. Die haben Böses im Sinn. Sie sitzen am gleichen Tisch und reden Lügen. Sie reden Lügen. Wenn man so eine Auseinandersetzung sich jetzt anschaut, was da in der Ukraine passiert, was da für gegensätzliche Meldungen kommen. Was die eine Seite für Gräuel verübt und was auf der anderen Seite gezeigt wird, wir sind ja eh die Sanften und wir tun nur dies und das und wir könnten noch viel mehr. Also das ist schon eigenartig, was so ein Propagandakrieg ausmacht und was man gleich an die große Glocke hängt, weil in der Ukraine gibt es ja eine Menge von Kernkraftwerken. Überhaupt das größte von ganz Europa ist dort, mit 6 großen Reaktorblöcken. Und wenn dort in der Nähe Kampfhandlungen sind, da ist es vielleicht angebracht, nervös zu werden. Also man braucht nur so etwas kurz in die Welt setzen. Atomkraftwerk. Und ein paar Meter daneben fliegen Raketen. Ja, unvorstellbar. Ja, was bedeutet das? Tschernobyl haben wir vielleicht noch in Erinnerung von 1985, was da los war. Also hier ist also dieses Drohende eines ausufernden Konfliktes, wo du überhaupt nicht mehr das eindämmen kannst, irgendwo greifbar. Und wie geschickt das gesteuert wird, dass es wieder zu einer großen Massenbewegung, Fluchtbewegung kommt. Jetzt, was hat das Ganze für einen Sinn im Angesicht dieses Verses, das wir da gelesen haben? Die beiden Könige aber haben Böses im Sinn. Also beide. Da heißt nicht, dass einer böse ist, sondern beide haben Böses im Sinn. Und die sitzen am gleichen Tisch. Vielleicht habt ihr diese Bilder gesehen, wo Putin einmal mit dem, dann mit dem beisammen sitzt. Und sie reden Lügen. Also ist das alles ein Scheingefecht bei aller Tragik, die dort geschieht? Wird uns eine Show hier vor Augen geführt, um etwas noch Größeres zu inszenieren? Und es steht aber, es wird nicht gelingen. Am Ende. Denn das Ende kommt erst zur bestimmten Zeit. Zwischendurch gelingt es, aber endgültig gelingt es nicht. Sie reden Lügen. Das ist also eine sehr, sehr seltsame Angelegenheit. Die Botin Gottes hat immer wieder Visionen gehabt und da schreibt sie zum Beispiel, sie hat ja 9 Bände von Zeugnissen herausgegeben und im ersten Band, also es war in der Frühzeit noch, so 1865 herum, da schreibt sie schon, ich sah die Erdbewohner in äußerster Verwirrung. Krieg, Blutvergießen, Mangel, Hungersnot und Pestilenz herrschten überall. Krieg, Blutvergießen, dann die direkte Folge, Mangel, Hungersnot, Pestilenz, Seuchen.
Es steht weiter, als diese Dinge die Kinder Gottes umgaben, drängten sie sich dicht zusammen. Interessant. Dass in dem Moment, wo es bedrohlich wird, rücken gewisse zusammen. Wie wir jetzt auch sehen. Nicht plötzlich, wo die EU vorher Jahre und Jahrzehnte brauchte und sich nicht einigen konnte, geht das jetzt in 2 Stunden. Weil da ist auf einmal etwas. Plötzlich geht es ganz schnell. Als diese Dinge die Kinder Gottes umgaben, drängten sie sich dicht zusammen und vergaßen ihre kleinen Schwierigkeiten. Bedeutsam. Dann heißt es im nächsten Abschnitt, ich bin hier in der deutschen Ausgabe auf Seite 290, in der englischen ist es auf Seite 268. Dann wurde meine Aufmerksamkeit von dieser Szene abgelenkt. Es schien eine kleine Zeitspanne des Friedens zu sein. Also das war Krieg, Durcheinander, Blutvergießen, Mangel, Hungersnot, Seuchen. Dann wurden mir wieder die Erdbewohner gezeigt. Und wieder war alles in größter Verwirrung. Also das war vorher auch schon so formuliert. Was kam? Streit, Krieg und Blutvergießen mit Hungersnot und Pestilenz wütenden überall. Das letzte Wort ist bedeutsam. Überall. Überall. Ein Gedanke zu den Weltkriegen von vorher. Wir haben gesagt, die Kolonialmächte, vor allem Großbritannien und Frankreich, besaßen also die halbe Welt und dadurch wurde das ein Weltkrieg, weil die mit hineingezogen wurden. Und dann haben die Kolonialmächte, wie die Briten und die Franzosen, haben zum Beispiel in Afrika, in Schwarzafrika, Schwarzafrikaner an Waffen ausgebildet, um sie gegen die Mitteleuropäer, sprich Nazi-Deutschland, einzusetzen. Und man dachte, das ist ideal, nicht? Man kann jetzt aus dem Kolonialgebiet nicht nur Kolonialwaren holen, sondern auch Menschen, die man zu Soldaten ausbildet. Das ist jetzt einen Afrika-Geborener auf einen deutschen Soldaten schießt in Europa. Und als der Krieg dann zu Ende war, sollten die aus den Kolonien, diese angeworbenen Soldaten, ausgebildeten Eingeborenen, ihre Waffen wieder abgeben. Aber was haben die mittlerweile erlebt? Man hat ja vorher nur gesehen, die Weißen sind den Schwarzen überlegen aufgrund ihrer Waffen. Jetzt waren aber auch Schwarze an diesen Waffen ausgebildet und haben gemerkt, wenn ich abdrücke, fällt der weiße Mann um und ist tot. Und mit dieser Ausbildung an den Waffen haben die Briten, die Franzosen diesen einst unterentwickelten Mächten europäische Waffen in die Hand gegeben. Und die merkten, mit der Waffe bin ich mächtig. Ohne Waffe, mit Pfeil und Bogen kann ich nicht bestehen. Aber mit diesen Waffen? Jetzt haben viele ihre Waffen nicht mehr abgegeben, sondern sind in den Untergrund gegangen. Und haben begonnen, einen Guerillakrieg, einen Untergrundkrieg gegen ihre einstigen Herren zu führen. Sodass man also mit der Ausbildung, nicht zum Beispiel eine englische Kolonie, und das sind jetzt Schwarzafrikaner, die lernen jetzt zu kämpfen mit europäischen Waffen gegen die Deutschen. Aber nach dem Krieg haben die das nicht mehr hergegeben, sondern haben die Waffen jetzt gegen ihre einstigen Herren, gegen die Engländer gerichtet. Oder gegen die Franzosen. Oder wer sonst aus Europa eine Macht hatte in den Kolonien. Und so wurden, so bis 1960 herum, fast alle Kolonialstaaten frei. 1960 war die große Befreiungsgeschichte in Afrika.
zurückblieben dann nur noch Angola und Mosambik als portugiesische Provinzen, die blieben dann noch bis 1975. Aber letztlich wurde Afrika wieder frei. Man hat ihnen als Europäer die Waffen in die Hand gegeben in diesem Krieg. Und damit hat sich also die Waffentechnik über die ganze Welt verbreitet. Es ist also jetzt das Pulverfass, und darum erzähle ich das, noch um ein Vielfaches gewachsen, weil die Waffen, die es früher nur in den USA und Europa gab, jetzt überall verbreitet sind. Man hat nämlich mit Waffenverkäufen herrlich verdient. Und wieder mal irgendwo geschürt, dass die gegeneinander losgehen, weil dann kaufen sie wieder. Wenn kein Krieg ist, kaufst du nicht. Aber wenn es kracht, dann wird kräftig eingekauft. Nicht so wie jetzt, was da alles plötzlich in der EU locker gemacht wird, um in die Ukraine zu liefern. Also das belebt ein Krieg, die Waffen, Handel, Geschichte. Und damit wird also der Dritte Weltkrieg umso drohender. Umso drohender. Jetzt wissen wir aber von der biblischen Prophetie her, dass am Ende es so aussehen wird, dass die USA, jetzt schwenke ich mir wieder dahin über, dieser mächtige Staat sein werden, der alle anderen Staaten kontrolliert. Die also gewissermaßen alle anderen zur Strecke bringen und in ihren Machtbereich hineinziehen. Wie schaut es dann aus mit einem dritten Weltkrieg? Ist es etwas, was droht, aber nicht durchgeführt wird? Oder kommt es zum wirklichen Knall? Denn die Möglichkeit besteht, die Auseinandersetzungen sind groß genug. Wie wird das ausgehen? In Verbindung, wenn man das aus der biblischen Prophetie betrachtet. Denn da kommt jetzt noch ein Element dazu, ein religiöses. Und das scheint jetzt das besondere Element zu sein. Es droht ein dritter Weltkrieg. Denn jetzt ist wieder wie im Kalten Krieg, Ost, West, das schaukelt sich richtig auf. Und beide sind Atommächte. Und wenn der Krieg ausgetragen wird, wird er natürlich in Europa ausgetragen, nicht in ihrem Zentralgebiet. Denn die USA haben ja kein Interesse daran, dass bei ihnen die Atombombe niedergeht. In Europa. Darum hat man ja versucht, die NATO als Puffer gegen die Russen hier immer breiter und dicker in Europa werden zu lassen. Aber genau damit hat man die Kriegsgefahr angeheizt. Bewusst. Um Alleinherrscher zu werden. Und so ist es in Offenbarung 13 beschrieben. Die zweite Macht ist USA, die am Ende allein übrig bleibt. Und alle anderen beherrscht. Aber wer steuert die USA? Der sitzt hier. Oder auf die Karte schauen. Ah, da sieht man es nicht mehr ganz. Nämlich in Rom, Vatikan, der Papst. Es könnte also dieses drohende Szenario eines dritten Weltkrieges auch so weitergehen, dass bevor es endgültig knallt, sich eine Instanz von der religiösen Seite her einschaltet, sprich der Papst. Und hier einen Frieden zusammenbringen. Als religiöse Autorität, als Machtfaktor. Denn mittlerweile, so wie die USA die Staaten im Griff haben, hat der Papst all die Religionen der Welt im Griff. Das ist ja die erste Macht des Papsttums, das in Offenbarung 13 geschildert wird. Papsttum? USA, das sind die zwei Mächte von Offenbarung 13, die am Ende ganz mächtig dastehen. Der Papst, der die Religionen eint, die USA,
die die Staaten hinter sich hat. Die zwei miteinander regieren das Ganze global. Könnte es also sein, dass dieser drohende dritte Weltkrieg, wo also schon alle in Angst und Furcht und Schrecken sind und denken sich, und was ist jetzt und was kommt als nächstes und passiert jetzt noch das? Denn da wird ja gezündelt und da braucht es dann nicht viel, dass das Ganze hochgeht. Wenn aber jetzt in dieser Situation, wo sich alle nur mehr zu fürchten beginnen, und speziell in Europa, weil wir werden das Ganze dann ausbaden müssen, und da leben wir eben, wenn das so droht und der Papst würde sich dann einbringen und bringt hier wieder Ruhe in das ganze Szenario. Ja, wie würde der gefeiert werden? Wie würde der in die Höhe steigen? Der große Friedensbringer, Friedensstifter. Und dann, ja, dann wird Offenbarung 17 interessant. Denn in diesem Kapitel ist es ja so, dass hier das Papsttum geschildert wird als Hure im Vergleich zur reinen Frau, die die Nachfolger Jesu darstellt, während die Hure fremd geht, das heißt, sie geht von Christus weg und verbindet sich mit anderen. Darum dieses Bild, untreu geworden. Und die Hure reitet ein Tier, die politische Macht. Und dieses Reiten, nicht der Reiter steuert das Tier. Wenn ein Reiter auf einem Pferd sitzt, dann folgt normalerweise das Pferd, wenn der Reiter entsprechend ausgebildet ist, wird er sein Pferd steuern. Und diese Hure, die hier auf dem Tier reitet, das steuert also die religiöse Macht, nämlich Rom, Papsttum, die politische Macht. Und da jetzt die USA die Spitze der politischen Macht sind, die wieder alle anderen politischen Mächte beherrschen, geht also letztlich von Rom das Ganze aus. Und wenn dieses ganze Szenario jetzt des drohenden Dritten Weltkrieges, was ja nicht eine Theorie ist, das ist ja immanent, das ist wirklich drohend. Wenn da jetzt durch den Papst das Ganze wieder beruhigt wird und das Papsttum dann die Macht ist, die Autorität, auf die alle hören, denn das hat uns jetzt vom Schlimmsten gerettet, wie dankbar alle sind und wie sie aufblicken zum großen religiösen Führer, der uns hier davor bewahrt hat, von dem Dritten Weltkrieg und alle diesem Papsttum, dieser Hure folgen, die das Tier reitet. Und das heißt ja dann weiter, dass hier dann 10 Könige auftreten. 10 ist immer so eine Vollzahl, wie die 10 Gebote. Wir haben das in Vers 12, die 10 Hörner, die du gesehen hast von dem Tier. Das sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht und wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Also die Hörner, die aus dem Tier da herauskommen. Und diese haben einen einmütigen Sinn. Sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Hier wird also deutlich von einer globalen Einheit die Rede sein. Obwohl jetzt scheinbar wieder der alte, kalte Krieg ein heißer wird und das drohend drüber schwebt. Aber die Prophetie sagt, am Ende reitet die Hure das Tier. Am Ende reitet das Papsttum die politische Macht. Dann wäre also das Ganze gewissermaßen inszeniert, was jetzt vor unseren Augen abläuft. Natürlich immer auf dem Rücken des Volkes,
Sondern Papst ist ja ein Jesuit und die Jesuiten haben folgende Regel: Der Zweck heiligt die Mittel. Wie viele dabei kaputt gehen, wie viel Blut fließt, der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, wenn das Ganze jetzt dazu dient, dass am Ende das Papsttum größer und mächtiger und noch stärker wird und alle ihm zujubeln, dass der uns jetzt noch einmal vor einem dritten Weltkrieg gerettet hat, ja, dann hat das Ganze seinen großen Sinn für das Papsttum gehabt. Denn laut Bibel kommt es nicht zu dieser Auseinandersetzung, sondern zur Einigkeit von einem Papsttum, das die ganze Welt steuert. Und diese Voraussagen, die also jetzt sind, wir stehen ja jetzt in diesem Ganzen mittendrin. Es ist jetzt ein Unterschied, ob du 20 Jahre später zurückblickst und sagst, ja, am 24. Februar steht dann in einem Geschichtebuch, 2022 haben russische Truppen die ukrainische Grenze von Norden und Osten gleichzeitig überschritten in der Nacht. Ja, das ist dann ganz nüchtern, steht das dann in den Geschichtsbüchern. Aber wenn du jetzt mittendrin bist und noch nicht weißt, wie das Ganze ausgeht, dann löst das natürlich eine gewisse Beklemmung in uns aus. Aber das Wort Gottes sagt, dass wenn es so weit gekommen ist, dass das als eine globale Einheitsregierung wird, gesteuert vom Papsttum, weil die Hure reitet ja das Tier, wie geht es dann weiter? Diese vereinte globale Machtelite, die dann die ganze Welt beherrscht, hat dann wieder einen Gegner. Ja, wenn er schon die ganze Welt beherrscht wird, wer bleibt dann noch übrig? Als Feind für die globale Führungselite. Jetzt haben sie den ganzen Planeten unter Kontrolle. Im Hintergrund vom Papsttum steht natürlich noch einer. Es steuert immer wieder noch einer dahinter. In der unsichtbaren Welt, nämlich Satan. Und dann wird es sichtbar. Wenn also diese ganze Welteinheit hergestellt ist, im nächsten Vers in Offenbarung 17, Vers 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Ah, das Lamm ist Christus. Wer ist also der letzte Feind für diese globale Elite, die sich da nicht einlullen haben lassen, die sich nicht einkochen haben lassen vom Papsttum, sondern sagen, Christus ist unser Herr und nicht der Papst. Und wir folgen Christus und seinen Geboten. Und damit kommen sie natürlich in die Schusslinie, in den Fokus vom Papsttum. Und das setzt dann die ganze globale Machtelite auf die auf der Seite Jesu stehen. Sie werden mit dem Lamm Krieg führen. Naja, das ist ja, ich meine, wir sind ja winzig. Wie ist also David bestehen? Aber dann steht, das Lamm wird sie besiegen. Ganz schlicht steht das da. Das Lamm wird sie besiegen. Es gibt also noch eine Supermacht über der globalen Supermacht drüber. Das Lamm, Jesus Christus, der Herrscher des Weltalls. Für ihn sind natürlich alle diese Mächte hier ein Nichts. Aber er greift erst ein, wenn eine ganze Welt zusammenhält, um gegen die zu Felde zu ziehen, die auf der Seite Jesu stehen. Und das wird dann unter dem Stichwort Sabbathalter, Sonntaghalter sichtbar werden, wie wir das vor einiger Zeit und noch längere Zeit sehen werden, Geimpfte, Ungeimpfte. Nicht plötzlich ist da die zwei Gruppen. Und dann gibt es Sonntagshalter, Sabbathalter. Du kannst das festmachen, weil das ist sichtbar. Und dann wird gefragt, bist du da oder bist du da? So wie man jetzt gefragt hat, bist du geimpft, bist du nicht geimpft? Bist du für den Sonntag, bist du für den Sabbat? Bist du dafür, dass das Klima gerettet wird und die Erde überlebt oder willst du, dass es untergeht? Solche Themen werden in die Höhe kommen.
Es wird immer etwas aufgeschaukelt. Vielleicht habt ihr jetzt in dem Ganzen euch auch mitgewundert, wie schnell der Fokus vom Medizinischen plötzlich zu dem bösen Putin geschwenkt ist. Eigenartig. Von einem Tag zum anderen funktioniert so etwas. Und plötzlich konzentriert sich alles in diese Richtung. Und so wie das jetzt eine Weile so ist, wird es wieder dann in eine andere Richtung schwenken. Sie werden Krieg führen gegen das Lamm. Und das Lamm wird sie besiegen. Man braucht also diesen etwas längeren Atem, dass man nicht vom Moment an ein Ereignis denkt, das ist es jetzt, oder das ist es jetzt, das ist es jetzt. Nein, das Letzte ist, wenn diese Machtelite sich global positioniert hat, unter der Führung des Papsttums, die USA steuert, dann werden sie gegen das Lamm Krieg führen, das heißt gegen seine Nachfolger. Dann kommen die in den Fokus, die Jesus lieb haben, und dann kommt Jesus wieder. Und dann greift er ein und dann wird alles klar. Und warum ist uns diese ganze Szenerie im Vorhinein schon beschrieben? Damit wir nicht zwischendurch auf den letzten Metern aufgeben, weil wir denken, wir sind sowieso chancenlos. Nein, wer auf der Seite des Lammes steht, steht auf der Seite des Siegers, auch wenn vorher alles scheinbar ganz anders sich entwickelt. Es tut wohl zu wissen, dass auf das Wort Gottes Verlass ist. Denn alles, was bisher prophezeit war, ist eingetreten. Und es wird auch das Zukünftige eintreten. Wir wollen ihm Danke sagen. Danke, unser Herr Jesus, dass du der bist, der am Ende den Sieg behält. Und du wirst dich für die Deinen einsetzen, die dich lieben und dir treu sind. Was immer da kommt, was immer da droht, Streit, Blutvergießen, Hungersnot, Seuchen, Mangel an allem, Angst und Schrecken, bei dir allein ist Sicherheit und das in Ewigkeit. Amen.